opmerken, is dit. En je vingernails is er weer afgenaaid. Enfin, de ogen en de hals, dat gaat nog einigermaßen. Maar en je zehen, ah, die zijn nog drin, wie een Stachschüffel im Garten. Ja, wie willen sie dan so leeren? Ah, sie! Niet wo man anfragen, een mooie Arbeitsbezirk, wie geht's? Sie haben doch immer een Ausrede auf Lager, wie zahlen musst du davon, Rick? Ich will nichts hören. Au prochain, c'est messieurs! Christian! Ja, sie schaffen schon wieder hin, sie sind nicht auf der Post. Komm es mal. Ich bin da los. Komme dem zu. Ich bin nicht gern frustriert. Ja, ich schneide mir alles erzählt. Sehen Sie gestern zum Beispiel. Christian, euer Name interessiert mich gar nicht. Kommen Sie da her. Es gibt nichts über die Ordnung mehr, ist es. Die Hand stinkt. Was soll das heißen? Die hast schon wieder die zwei Tage Wasser gesehen. Enfin. Der Holz. Ja. Und wo? Oh, das kriegt gerade so durch. Ach, ihre Eier. Ja, mit dem ganzen Käse kennt man ja gerade keinen offenen Haaren. Ja, wie wollen Sie da halt sagen? Ah, Sie. Ja, ich bin ständig, dass du mit, dass meine Arbeit im Küsslaufen. Meine Geduld läuft einfach aus. Ah, sie! So eine Flasche Bier, ja. Ja, das ist der Messer. Ich war bringe Grüße in Falken, lieber aus diesen blöden Tüge schlafen. Was sagen Sie? Das ist ein schönes Glas, wo kein Tüge schläft. Ein Jodelack wird da auch so gute Züge. Vorhin stinkt es weiter mit dem Ochs. Sie stehen die Jungen im Schrecklich für Teufel. Seien Sie ihre Stiefel ohne Güss, schon schwellen wir alle noch ab, vorhin. Und hier ist der Liede, fällt dir. Ja, was ist? Ich bin noch lange zu stehen, ihr Obst am Bein. Ah, Sie! C'est pour les lunes. Auf einmal auf
trotzdem heuer rupfen. Und dann kommt. Hey, nur mein Bus, Mann. Hey, wir haben ja erst nur eine Wäsche in die Kinder. Danke. Das ist schon empörend. Mich stimmt jetzt bei Wurzen, Barry. Ich bin froh, dass Sie Ihre Aufgabe ordentlich gemacht haben. Ernest, première question. Sind Sie so weit? Ich bin so weit. Ernest, quel est l'auteur des Fables de la Fontaine? Ernest, vous connaissez les fables de La Fontaine. Quelle en est l'auteur? Si tu veux, mais ça m'a fait un coup. Mais si je t'en chône sur l'homme, du Ebertsbergischer Bühr, du Tragbosche, du. Aber jetzt habe ich dich in der Fäsche. Adess mit der Topisse, voyons. Minimal brennt man immer Zeit. Was denn nie gelehrt? Das kann schon ich nicht machen, das. Mon Dieu! Jede Stunde hat ihre Wund. Auf einem Städter noch so dumm, ohne mit der Sonne Müll. Ah! Ihr zwei da? Hein? Vous connaissez la réponse à la question? Allô! À la bonne heure, Paul. Also, du musst jetzt retten. Ich glaube, die Freunde und Christian, aber wenn ich so hochkomme. Ja, bist du morgens? Ich glaube, das ist schon morgen. Christian, les Fables de la Fontaine ont été écrits par. Ja. Facile, hein? C'était un écrivain. Un très grand écrivain. Mais il n'a jamais écrit pour la poste, hein? Ah non, jamais, hein? Also, ich will gerne ein kleiner Kopf bewahren. Aber jetzt, jetzt will ich nur noch eins sehen. Les Fables de la Fontaine ont été écrits par La Fontaine et votre réponse c'est... On va le dire, c'est La Fontaine. Hey, ich will aber nicht hingehen und kommen. Ich glaube, das ist der Schaum von Krone. Also, gut. Jetzt kann ich doch mal ein bisschen Gerichtsdienstkamin machen. Bon, Ernest, poursuivons. An der Daten stehen verschiedene Werte. Et vous allez me donner leur féminin. On commence par le cerf. Le cerf? Das ist la cervelle. Thank you.
Non, mais c'est une catastrophe. Das ist schon nicht mehr ein Lied, c'est une honte.